So, weiter geht's hier. Herzlich willkommen zu The Last of Us Part 2. Ja, zu unserem nächsten Runner da vorne oder Infizierten. Der ein bisschen tricky ist, uns andauernd ein bisschen ärgern tut da vorne, aber den kriegen wir noch. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Da vorne ist er. Okay. Das heißt, wir müssen noch kurz. Ich weiß, wie lange er sich aufhält da vorne. Ob wir uns hier aufhalten können noch länger? Ah, er kommt zurück, okay. Da ist er jetzt. Wenn er zurückgeht, dann hole ich mir den. Na komm, geht zurück. So ist richtig, mein Freund. So ist brav. Und jetzt machst du eine gute Nacht. Und alle sind happy. Ciao. Der ist auch am Schlafen. Genau, so macht man das. Noch mehr Munition, perfekt. Ich weiß nicht, wie viel hier noch kommt von den Freaks. Lauf. Wo muss ich hin, verdammt? Darüber oder was? Eieieiei, da sind noch mehr von denen. Ah, okay. Wir haben hier wieder ein paar Leute am Start. Also drei sehe ich auf jeden Fall. Da hinten ist einer. Da steht einer und da. Können sogar zwei sein da vorne. Okay, der muss sich irgendwie umdrehen, ne? Weil schießen will ich nicht. Wenn sobald ich schieße, kommen zu viele. Okay, der läuft hier echt. Der hat einen blöden Laufweg, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Der hat einen ganz blöden Laufweg. Da sind zwei sogar gleich. Ist das da vorne ein Klicker? Brauche nicht schon wieder Klicker, oder? Die packe ich ja gar nicht. Also der da vorne, wenn der sich bewegt, könnte es hinhauen. Psst, schlaf schnell, Schlaflein, komm. Psst, 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 psst. So, jetzt haben wir den. Jetzt muss ich mal gucken, da hinten pimmelt noch einer rum. Und die Alte da vorne. Ich kenne den Laufweg noch nicht, deswegen versuche ich gerade ein bisschen abzuwarten, ob ich mich zwischen die Autos setzen kann oder nicht. Okay, das Vieh dann pimmelt so rum. Ich will nur nicht, dass irgendeiner ums Auto rumläuft, weil dann hat er mich nämlich. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Okay, die kommt hierher, dreht sich aber dann auch wieder um. Ah, da ist er schon wieder. Ha, 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 ha. Hui, hui, hui. Das war knapp. Klack. Jetzt muss noch der hier. Klack. So, haben wir noch irgendwo einen hier? Hoffentlich war's das. Das hoffen wir alle gerade. Ich glaube aber. Ich glaube nicht, dass das war. Ich befürchte, dass Klicker gleich kommen hier. Das ist meine Sorge. Wir scannen lieber nochmal die Richtung, aber irgendwie. Boah, das Wetter wird echt schlimmer.
Okay, ich muss hier durch. Boah, siehst gar nichts. Okay. Das sind Spuren. Wo ist die Patrouille? Na los, hier lang. Na, das werden wir mal tun, so. Ähnlich wie mit Ellie unterwegs. Hier schön hoppeln mit dem Pferd. Vermisst du ihn eigentlich? Wen, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Wow. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Okay, dann binden wir mal das Pferd an. Grafisch einfach ein Meisterwerk. Okay. Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Okay. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Ich bin unterwegs. Ich will gucken, ob hier was zum Looten ist, deswegen. Ich möchte gerne erstmal die Umgebung angucken. Vielleicht finden wir was Schönes hier. Da ist doch bestimmt irgendwas drin, oder? Da, schau mal. Ha! Wusste ich's doch. Und ciao, Munition. Haha, wenn man looten tut, findet man alles. Ja, Looter King muss man sein. Das ist angeboren, glaube ich. Alles, was sie wird mitgenommen hier. Da hast du bestimmt wieder was. Oder? Boah, ich wollte sagen, wie steht denn da? Was sind meine Pferde? So, dann gehe ich mal zu Madame. Hm? Ich ahne Schlimmes, ey. Wow. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Die Aussicht, absolut geil. Absolut geil. Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Also die Unterhaltung finde ich so immer mega geil gerade, muss ich sagen. Was schafft es oder was? So, Ellie. Komm. Und Belly sieht irgendwie einfach aus, ne? Mach ich. Hier? Das war früher ein Funkturm. Aha. Warum machst du die Tür nicht zu? Kann man nicht zumachen.
Also, ich würde sie nicht offen lassen. Ich finde das nicht so cool. Oh, man kann ja auch reingehen. Gibt's da was? Oh, schau mal an. Aha. Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Müll. Eugene hatte immer was dabei. Aha. Verwende gesammelte Teile, um deine Waffen an einer Werkbank zu. Was? Zu verbessern, okay. Kennen wir auch noch. Hat sich nicht geändert, glaube ich denn. Ah, die Tür geht zu. Hallo. Lol. So, aber erstmal möchte ich hier alles abluten und erstmal angucken, was hier so alles schön ist. Hier kannst du sogar kochen. Mit einer zwei Platten. Herrlich. Hier ist ein ganzes Apparatschaft. War das hier zum Eintragen? Okay, das möchte ich noch nicht machen. Ich möchte hier noch. Ah, da. So was. Schau mal. Oh, und Munition. Brauchen wir auf jeden Fall. So, da ist zum Eintragen auf jeden Fall. Aber erstmal gucke ich mal, ob hier hinten noch was ist. Na, da ist nichts mehr. Okay. So, dann tragen wir uns mal ein hier. Lesen. Ah, jetzt können wir alles durchlesen hier. Also, ich lasse das mal so und gehe mal so ganz langsam runter, dass ihr es euch auch durchlesen könnt. Hier kam zum Beispiel Tommy und Joel, zwei Klicker bei der Tankstelle erledigt, sonst alles okay. Greg und Bonnie, alles okay. B. Chad und Willie, alles okay. W. Ellie und Diane, alles okay. Also, okay, der Schnee ist ziemlich heftig. Werd heute Nacht hier campen, sagte Greg und Bonnie. Jesse und Dina haben Fußspuren gesehen, sind ihnen zu einer kleinen Lage, zu einem kleinen Lager gefolgt, zwei Erwachsene und ein Kind, die ärztliche Hilfe brauchen. Wir lassen den nächsten Posten aus und bringen sie in die Stadt. Klingt ja auch alles interessant hier. Heftiger Regen, Fluss ist über das Ufer getreten. Wir lagern heute Nacht hier. Morgen früh geht es zurück. Okay. Komm. Ich bin schon da. Die Stadt da ist unser letzter Halt. Schau mal. Okay. Ui. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm. Yep, da ist der nächste Posten. Ein Supermarkt. Yep, da kommen wir unterwegs dran vorbei. Okay. Wer weiß, was ich noch finden muss, das alles hier. Okay, ich finde hier gerade nichts mehr. Kann ich noch ranzoomen oder so? Nee, ne? Nee, geht nicht. Okay, ein Supermarkt ist auf jeden Fall und da die Stadt, wo wir hin müssen. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Hey, die kennen wir doch, die Route. Da waren wir doch vorhin mit der Abby. Da oben sind auch voll viele Klicker gewesen. Klicker sei schon. Infizierte. Ich sehe einen Sturm. Morgen wird man gut Schlitten fahren können. Sonst sehe ich hier nichts mehr so gerade. Okay. Gehen wir zurück zu den Pferden. Na klar. Und ich glaube nicht, dass die Pferde noch da sind. Ich befürchte gerade was Komisches. Machst du Tür zu? Alles klar, Dankeschön. Frage: Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst So trotzdem sieht's gut aus. aus. Oh, Dankeschön. Danke. Mann, die flirtet aber heftig mit uns, ey. Kommst du? Wo ist denn die hin? Hä, wo ist denn die jetzt hin? Muss ich hier gar nicht hin? Okay. Ich weiß nicht, ob du mit runter willst, aber ich geh jetzt runter. Kommst du denn auch oder bist du ein Eckenkind?
Ach so, aha. Pferde sind noch da. Aber irgendwie habe ich ein ganz doofes Gefühl bei der Sache gerade. Ach so, dadurch. Okay. Mal dann mal bergab hier. Wie Eugene? An einem Infarkt? Nein, am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen? Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoppschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Mit dem mal los, würde ich sagen. Ach so, was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Ich traue dem Frieden trotzdem irgendwie nicht. Geht dir nichts an. Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Komm ich da nicht rein? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Na, ja, wieder Munition gefunden. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, das ist unser Menü, auch mit Touchpad wieder. Hier können wir. Guck mal, was ich gefunden habe. Schnellreise-Medikits, Verbesserung, Lauschwurzbewegung. Durchstehen. Du überlebst normalerweise tödliche Schaden mit geringer Gesundheit und hast eine Möglichkeit zur Flucht. Bewege dich im Lauschmoos deutlich schneller. Halte eins gedrückt, um Nahgegner in deine Wände zu spüren. Das klingt auch sehr cool. Aber wir haben gerade mal zwei, ne? Wir brauchen ja übelst viel. Tagebuch, okay. Können wir auch nichts machen hier. Hier können wir auch noch nichts machen. Halte. Es stellt eine mittlere Menge an Gesundheit wieder her. Halt zum Verwenden R2 gedrückt, aber kann ich nichts machen, weil ich noch nichts habe. Was hast du denn gefunden? Ach, schon, was ist das denn? Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Okay. Oh, die habe ich noch nicht. Mhm. Aha. Entschuldigung. Also können wir auch lesen jetzt hier. T-Stractor, echter Name unbekannt, Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Dieses mysteriöse transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben in vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden, wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwächt. Und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tressector stammt von Society of Champions, das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass das Tessractor seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral. Aha. Okay. Cool, auf jeden Fall. Nicht schlecht.
Danke, Lina. Sammelkarten. Aha. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also... Wo war da was? Zwei Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist der im ersten Film? 10. Warte mal, kann ich da rein? Lass mal runter da. Ach, finde ich cool, dass man auch so interagieren kann, vom Pferd absteigen kann. Nee, da kommt man nicht hoch, schade. Ja, ist okay, Ellie. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Irgendwo bestimmt, ja. Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte mal, ich will mal kurz hier vorne was gucken. Kann die auf warten oder komme ich da rein? Ich glaube, es wird kälter. Das könnte passieren. Das könnte passieren, dass es kälter wird. Aber wir kommen hier nicht lang, ne? Was cool ist halt, wenn man an dem Boy vorbeiläuft, dass der Schnee runterfällt. Das feiere ich ja übelst. Okay, hier ist echt nichts im Haus. Schade. Schade, schade, Marmelade. Dann gucken wir mal weiter. Aber da ist was. Warte mal. Stopp, 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 stopp. Kommt man hier lang in das Haus rein? Sieht nicht so aus. Da kommen wir auch lang hier. Irgendwie. Rüberspringen, ja. Oh, stopp, 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 stopp. Hier ist... Oh, 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 oh. Bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Ganz einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Eieieiei. Gewehr ausrüsten. So, ich mache hier gleich mal an. Drücke R1, um schnell Waffen zu wechseln. Okay. Die müssen hier irgendwo sein, die Freaks. Das ist schon mal ganz... Da, die sind da drin, ne? Da ist alles voll von denen. Da sind welche drin. Wie sind die da bloß reingekommen? Viel wichtiger, wie kommen wir da rein? Das ahne ich schon, wie wir da reinkommen. Und ich glaube nicht, dass das nett wird. Es wird nicht lustig werden, glaube ich. Ist nur einer, ne? Ich hoffe es. Und gute Nacht. So. Erwischt. Das war einer. Von weiß ich wie vielen. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Also Taschenlampe an. Okay. Hier kommt man auch rein. Aber warte, stopp, 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 stopp. Ich will hier vorne rein. Warte mal. Fuck. Puh. Alles klar. Okay. Übrigens. Danke. Alles klar, damit habe ich es nicht gerechnet, dass der mich anspringt. Dann. War verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Ja, gute Frage. Nächste Frage, würde ich sagen. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht wird es heute einen neuen Rekord aufstellen. Wollen wir es mal nicht hoffen, dass es ein neuer Rekord wird hier. Ich bin gerade hier am Abluten noch so ein bisschen. Fällt sich auch immer an, am Abluten. Wir sind ja PCs am Start, da können wir auch eine Runde zocken erstmal. So, würde ich sagen, latschen wir mal in den nächsten Raum rein. Und schauen mal, was da für den nächsten Freaks auf uns warten.
Wo ist ein blöder Ausgang gewesen? Die Tür. Jetzt kommen wir nicht mehr lang hier. Ach toll. Wie kommen wir jetzt hier raus, wenn der hier reingekommen ist? Na klasse, Wurst. Hä? Ich finde sie aber auch nicht mehr. Vielleicht durch die Tür hier? Ellie. Mehr Blut. Ah, da oben. Alles klar. Oh je, yeah, ja, dann müssen wir da durch. Okay, dann würde ich sagen, let's go Geronimo. Personal dreams.